Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race WTCC 2015. Wir sehen hier auf mit dem zweiten Lauf in Sonoma, dem 8. von 12 Rennwochenenden. Wir sehen hier das Ergebnis des letzten Rennens. Wir haben gewonnen vor Loeb, Thomson, Lopez und Coronel. Und da haben wir nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung. Das kennen wir ja noch aus dem Video vorher. Wir fahren jetzt nicht die Qualifikation, das machen wir wie immer, die überspringen wir und fahren gleich das Rennen. Und da, wie ich sehe, steht Lopez, glaube ich, auf Pole. Ist doch Lopez. Gucken wir. Ja, José María López steht auf Pole vor Gabriele Tacchini, Loeb Dritter vor Morbidelli, dann Kozlowski Fünfter, Thiago Monteiro Sechster, Vallon Siebter, Benani Achter, Thomson Neunter, Michelic 10. Dann Kwiyong-ma vor Rob Huff, Chilton vor Münich, Kwiyong-ma vor Coronel, Borkovic und wir starten dann von ganz hinten. Diesmal hat uns auch Michelic hier brav überholen lassen. Ich glaube, der hat aus seiner Strafe im ersten Rennen gut gelernt. So. Nee, mich hier nicht ausbremsen. Fass uns die Kurve hier im vierten Gang. Und dann kriege ich noch eine Verwarnung, wo ich als Letzter zurück auf die Strecke komme. Also ganz offensichtlich keinen Vorteil daraus gezogen hatte, dass ich hier abgeschossen wurde. Noch eine Verwarnung, okay. So, Mehdi Benani holen wir uns jetzt außen rum und sind damit jetzt Zehnter, also innerhalb den Punkten. So, jetzt noch außen rum an James Thomson vorbei, dann sind wir jetzt Achter. Dann Kozlowski, willst du mich jetzt nicht mehr durchlassen? So, Thiago Monteiro damit jetzt überholt. Morbidelli jetzt vor uns. War vor uns. Jetzt haben wir Loeb vor uns. Der seinerseits gerne an Gabriele Tacchini vorbei möchte. Die sich aber doch recht breit macht. Thank you.
Das hat für Luke nicht gereicht, an Takini vorbeizukommen. So, Hugo Van Ons. So, da war jetzt Takini aber auch gerade nach der Richtung am Suchen. So, da haben wir jetzt Löb endlich mal an Takini vorbeigebracht. Muss ich jetzt noch gegen Morbidelli wehren? So, jetzt liegen wir in Führung und müssen jetzt nur noch 7 Minuten vorne wegfahren. Oh. Nein, 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 nein.
So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch 4 Minuten. Na. Noch 2 oder 3 Runden. Das kommt ein bisschen drauf an, wie schnell wir jetzt sind. Und wie viel Vorsprung wir haben, um, ne? Ja, genau. Na, das wird jetzt schwer, da nur noch eine Runde draus zu machen. Denn dann könnte es ganz knapp werden mit Lopez von hinten. So. Damit das Rennen gewonnen. Keine extra zusätzliche Runde mehr gefahren. Warum auch, wenn man es so auch gewinnen kann. Der Vorsprung ist ja nicht alles. Vor Lopez und Loeb, dann Morbidelli, Montero, Tacchini, Vallant, Kozlowski, Michelic und Benani, der letzte Punktplatz. So, da haben wir nochmal ein Bild aufs Podium. 3 Citroën vorne. Damit haben wir jetzt 232 zu 279. Das sind 53 Punkte Vorsprung auf Sebastian Loeb. Also eins von den 5 Wochenenden, wo jetzt noch ausstehen.
Rennwochenenden der WTCC. Ja, ganz kurz müssen wir es überlegen. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, stehen jetzt noch, nein Quatsch, stehen jetzt sogar nur noch 4 Wochenenden. Eine nächste Woche ist Pause, dann Hockenheim und ich glaube Shanghai, dann eine Woche Pause und dann Suzuka und Macau. Also noch ein Europarennen und dann 3 Stück in Asien und dann sind wir mit der Saison auch schon durch. Und eins dieser 4 Wochenenden haben wir jetzt schon Vorsprung auf Sebastian Loeb. Das müssen wir natürlich in Hockenheim auch noch so ein bisschen durchziehen. Dass wir Macau draus haben, weil Macau, ich hasse dich. Ich liebe die Strecke an sich, aber ich meine, ich hasse die Ergebnisse, die dort einfahren, nämlich keine guten. Naja, egal. Das war's von diesem Rennwochenende. Wenn ihr euch die schon vorher veröffentlichten Rennen von Formel 1, DTM und der erste WTCC-Lauf angeschaut habt. Jetzt steht nur noch aus ganz regulär Let's Rally WRC5 mit der Rallye Schweden des zweiten WM-Laufs in dieser Saison. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.